Hallo ihr Lieben. Ja, ich war gerade schnell mal bei DM, weil ich so ein paar Sachen brauchte. Ist jetzt nichts großartig Tolles, aber ich habe halt auch noch bei Douglas bestellt gehabt, um Weihnachtsgeschenke zu holen. Die werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil ja, ich habe ein bisschen Angst, dass diejenigen hier zugucken. Und dann ist natürlich die Überraschung verdorben. Aber nichtsdestotrotz gab es Goodies. Endlich mal Goodies. Dieses hier, ich glaube, das gab es bei einem Einkaufswert ab 39 Euro oder sowas, gab es ein Color Fix Nagellack. Also ein, angeblich hält der Nagellack dadurch dreimal länger und das gab es da umsonst mit bei. Umsonst ist immer gut, ne? Hier steht auch, dass es ein Topcoat ist. Keine Ahnung, ich hoffe, der kann was. Dann gab es, genau, das, die anderen beiden Teile finde ich allerdings sehr cool. Da gab es einmal ein Smash, also Mini Smashbox Lip Gloss oder Lip Color, wie man das auch immer nennen. Ja, Lip Lacquer. Und den finde ich natürlich richtig süß, dass es sowas dazu gab. Und zu allem Übel ist es auch noch eine richtig schöne Farbe. Schaut mal. Also ich finde die Farbe super, 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 super schön. Und kann ich mir, also ist total mein Ding. Finde ich total schön und finde ich super cool, dass sowas als Goodie dabei war. Den hat man auch gekriegt ab 39 Euro Einkaufswert. Und da ich halt dieses Mal ein Parfüm geholt habe und noch ein Geschenk und dann kam ich halt nicht auf diese Summe. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, weißt du was, weil ab einem bestimmten Einkaufswert bekam man dann auch noch 10% Rabatt auf alles und sowas. Und dann habe ich mir nämlich noch was ausgesucht, damit ich auf diesen Wert kam und damit ich diese ganzen Goodies bekommen habe. Eigentlich total Schwachsinn, aber ja, so habe ich das gemacht. Und dann habe ich mich nämlich für diesen Lippenstift entschieden, den ich jetzt gerade trage. Den habe ich mir nämlich noch geholt und zwar von der NYX-Serie. Habe ich ja schon mal einen irgendwo, kann ich euch zeigen. Seht ihr da? Entschuldigung. Habe ich den hierbei? Ja. Und zwar habe ich nämlich den, wie heißt der? Alabama schon. Das ist so ein ganz dunkler Rot. Der ist so hübsch, ja. Und das Tragegefühl von diesen matten Lippenstiften von NYX ist der Oberknaller. So. Und dann habe ich mir nämlich noch Sierra geholt. Und das ist halt wirklich so ein, ja, total schönes braun-orange-rot. Und ja, wie gesagt, ihr seht den gerade auf meinen Lippen, aber ich kann ihn den euch nochmal auftragen. Und das ist auch so ein Ton, der total perfekt eigentlich zu diesem Lipgloss passt. Also wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf matt, dann gehe ich einfach mit dem da drüber. Und habe ich so einen Sheen. Voll cool. Ja, das ist natürlich mal ein cooles Ding. Was ich auch ziemlich geil fand, war ein Rituals-Testchen habe ich dazu gekriegt. Also was heißt Test? Das ist ja schon eine gute Größe, ne? So eine Probepackung. Und das ist wohl eine Ultra Rich Whipped Body Cream. Und ich habe schon dran gerochen. Die riecht so gut. Das ist wohl mit Cherry Blossom und Rich Milk. Voll schön, voll mein Geschmack. Also finde ich gut. Muss ich mal gucken, vielleicht... Ich habe ja selber noch nicht so ganz Rituals für mich entdeckt. Es gibt ja wirklich viele Leute, die das total toll finden. Ich selber, ich würde ganz gerne mal, glaube ich, mal den Schaum ausprobieren, diesen Duschschaum. Aber ich bin ja so empfindlich und da habe ich mal ein bisschen Schiss. Klar, wenn ich das umsonst kriege und ich kann das erstmal austesten, wie das so mit meiner Haut sich verhält, ist das natürlich von Vorteil und ich muss dafür kein Geld ausgeben, weil Rituals ist ja schon keine günstige, sondern... ein bisschen gehoben aus Preisfrequenzchen, ne? Ich muss mal ganz kurz den Lippenstift abmachen. Sonst, also vom Handgelenk, sonst habe ich den übermorgen noch hängen. Weil schaut mal, ich habe immer noch... ich reibe und es ist immer noch ein Stain. Also schon... nicht schleit. Wie kommt denn die so schnell? Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich muss euch das irgendwann zeigen, weil das ist ja Privatsphäre und sowas, ne? Aber, die Frau, die war gerade noch oben am Fenster. Und zwei Sekunden später, jetzt winkt die von unten irgendeiner Person zu. Wer kommt denn da? Oh, diese Frau, die hat nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag vom Fenster zu stehen und irgendwelche Leute zuzuwinken.
So, und dann habe ich noch zwei normale Proben, weil, wie es bei Douglas ja so üblich ist, kriegt man ja immer zwei Proben. Ne? Und dann habe ich einmal Un Jardin sous le Nil, keine Ahnung, von Hermes. Und gucken wir mal. Aber ich weiß jetzt schon, dass es, glaube ich, nicht mein Duft ist, oder so ein, das ist mir zu hell. Ich weiß nicht, ich weiß, dass es, glaube ich, so ein frischer Duft ist. Kann ich mir... Ja, ist ein frischer Duft, den ich, glaube ich, nicht mag. Also, das ist so komisch, dass ich das manchmal, also mittlerweile sogar schon an den Parfümflakons schon fast sehen kann. Nee, ist nicht so meins. Und dann durfte ich mir ja noch eins aussuchen, weil eins habe ich als Überraschungsding genommen und eins durfte ich mir aussuchen. Da habe ich natürlich Victor und Rolf genommen, Flower Bomb. Und weil da ich das ja auch so selber habe, habe ich mir gedacht, dann kann ich das mal für unterwegs so in der Disse oder so mitnehmen, ne? Disse. Das ist so ein umgangssprachlich Disco, ne? Für alle, die schon Kinder und zu Hause sind und so, was nicht mehr mitmachen. Nein, also ihr wisst, wie ich das meine. Im Endeffekt finde ich sowas ganz praktisch, so mal mitzunehmen und dann auf Toilette mal ein bisschen aufzufrischen. So. Und jetzt, genau, ich habe bei DM, habe ich ganz viele Bilder, habe ich nachmachen lassen. 49 Stück ausdrucken lassen, weil ich damit was vorhabe. Und die haben knapp 11 Euro gekostet, schon ordentlich, ne? Aber ja gut, ne, ist ein Geschenk, muss man ja was machen. Und die Filmbilder zeige ich jetzt nicht, das ist doch ein bisschen zu privat. Und jetzt kommt mein DM-Beutel. Und dann habe ich zweimal unspektakulär diese Wattepads geholt. Verbrauche ich in letzter Zeit ziemlich oft, weil meine Reinigungsmilch wird auch mit Wattepads aufgetragen und so weiter und so fort. Und da brauche ich die ja. Kosten ja, weiß ich gar nicht, was die kosten. So, dann habe ich auch zweimal geholt, diese Käsegebäckdinger. Und wie ihr seht, ich konnte mich im Auto nicht beherrschen. Ich musste da schon dran naschen. Ja, diese Dinger kosten 1,45 und sind der Oberkracher. Seitdem Joy mich damit angesteckt hat, hole ich mir die ab und zu mal und die sind genial lecker. Ich habe übrigens noch ein feuchtes Tuch. Ja, dann habe ich mir zwei neue Zahnbürsten geholt und zwar die Dontodent Sensitiv. Die kosten 98,95 €. Und ich habe nämlich jetzt vor kurzem meine zwei alten aussortiert, weil ich eher krank war und habe ich mir gedacht, nicht, dass ich mich an meine Zahnbürste anstecke, hatte ich jetzt keine Lust drauf. Aber eine kommt immer in die Dusche und eine kommt in den Spiegelschrank. Und ich habe jetzt 2-3 Tage habe ich halt eine andere Zahnbürste, die ich ja zu Hause rumfliegen hatte. Neu natürlich, habe ich benutzt. Boah, ich hatte so Zahnfleischbluten. Boah, und das war eine ganz normale Mittel, wie man das nennt. Mittelharte. Und ich habe wirklich aufgepasst, ja, aber ich kann es nicht mehr, das ist mir zu hart. Also ich brauche dieses Soften und damit bin ich sehr gut aufgehoben. So, dann habe ich mir meine Lockencreme wieder geholt, 2,95 €, ziemlich teuer, deswegen habe ich auch nochmal schon wieder, obwohl diese Packung total scheiße ist, aber dann muss ich ja halt wieder aufschneiden, diesen Lockenbalm geholt, weil der auch ziemlich gut ist und der kostet 2,85 € von Schwarzkopf. Balea Schwarzkopf, 2,85, 2,95. Dann habe ich, ja, die habe ich zwar noch, aber dann habe ich, das ist so mein Backup, habe ich mir diese Peeling-Wattpads wieder geholt. Die kosten 1,35 €, glaube ich, ja, müsste sein. Und Wahnsinn. Also ich finde die echt gut. Die eine Seite, die ist halt mit etwas stärkeren Noppen und die andere Seite mit soften. Kann man auch hier so ein bisschen sehen. Das ist die Softe. Und hier oben sind halt wirklich so richtige, wie so Peeling-Pad, sag ich mal, wie es halt auch heißt. Und ich mache das halt immer so, dass ich halt, nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten, nehme ich mir so ein Pad und dann gehe ich mit der rauen Seite, gehe ich dann halt erst so mit meiner Reinigungsmilch allerdings über das ganze Gesicht. Lass das so ein bisschen einwirken und dann gehe ich mit der soften Seite da drüber und ja, dann kommt halt das ganz normale Gesichtswasser, was ihr auch denn nehmen möchtet. Dann habe ich hier Sacrotan rein und frisch geholt.
für Klo und so, ne? Ist nämlich leer gegangen bei mir, oder beziehungsweise wird jetzt leer, da ist nur noch so ein bisschen drin. Das kostet 2,99 und ich mag gerne so Sakrotan-Zeugs. Wohin damit? So, dann habe ich. Ach, hier ist auch noch gleich der Kassenbon. Habe ich gedacht, ich hätte den weg. Ist egal. Dann habe ich mir wieder das hier geholt. Das habe ich jetzt letztens auch aufgebraucht. Und zwar habe ich mir ja eigentlich ein neues Peeling geholt von Aven. Ich denke, das wird ausgesprochen, ne? Das ist ja diese Apothekenmarke, die völlig überteuert ist. Aber die hole ich ja für meinen Oberkörper so zum Peelen. Und das hier finde ich einfach so genial. Pflegend. Und habe ich mir gedacht, das nehme ich halt für meinen unteren Bereich, also Beine, Po und so, um den zu peelen, beziehungsweise meine Beine. Weil nach dem Peelvorgang wird die Haut total krass gepflegt, weil er halt dieses, weil das ein Ölpeeling ist. Und dieses Öl, das setzt sich halt total auf eure Haut, sodass ihr, sobald da Wasser dran kommt, dass das so abperlt. So schön gepflegt und ölig seid ihr dann. Und ich habe das auch total gerne in den Armen und so gehabt, aber ich weiß mir ja nicht, wie das so mit dem Verträglichkeit und sowas ist, obwohl das halt ein Totenmeersalz ist. Aber ich habe mir gedacht, besser ist das und das tue ich mir dann halt auf die untere Region. Ne? Und das kostet 2,95 und ich bin davon aber sehr angetan, auch von, ja was heißt auch von dem Duft. Also der Duft, der ist halt einfach ziemlich erfrischend. Ich mag sie überhaupt nicht normalerweise erfrischend, aber das mag ich und ist auf jeden Fall ein Kauftipp von mir. So, dann habe ich für 2,95 habe ich mir den Agaven Dicksaft nochmal geholt. Mittlerweile weiß ich, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Ich glaube, das ist halt so, was hat mir mal letztens erzählt? Keine Ahnung. Also ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich ganz gut, weil Bio und so ein Zeug, ne? Aber irgendeiner hat mir letztens erzählt, Agaven Dicksaft ist gar nicht so gut, gesundheitlich mäßig. Aber ich mag das total gerne in meinem Tee, vor allen Dingen in Pfefferminztee und so, weil das habe ich auch bei der Joy so kennengelernt, lieben gelernt, dieses Getränk. Und das mag ich immer noch sehr gerne. Vor allem jetzt, als ich krank war, habe ich total viel Pfefferminztee getrunken mit Agave-Dicksaft. Und der ist natürlich jetzt leer geworden, und beziehungsweise ist auch nur noch ganz wenig drin. Und deswegen habe ich mir den auch neu gekauft. So, jetzt kommen wir schon, jetzt sind wir schon fast am Ende. Dann, ich habe mir geschworen, eigentlich, keinen, wie nennt man es, keine Duftkerzen mehr zu kaufen. Vor allen Dingen nicht die von Ikea. Aber, genau, weil ich einfach diese Tarts von Yankee Candle einfach genial finde und die sind für mich halt das Nonplusultra an Duftkerzen, weil da rieche ich wenigstens etwas von meinen Duftkerzen, was bei den anderen ja leider oft nicht so der Fall ist. Aber ich war halt, wie gesagt, gerade bei DM und dann bin ich an den Duftkerzen so dran vorbeigegangen. Na, Roch ist natürlich sehr extrem. Ich so, nee, komm Jenny, du weißt ganz genau, die sind eh nix. Ne? Aber dann habe ich an dieser hier gerochen und ich musste die mitnehmen. 2,95 hat der Scheiß wieder mal gekostet. Ist wahrscheinlich sowieso wieder in 3 Tagen aufgebraucht, weil hier steht drauf, bis zu 30 Stunden brennt sie. Aber wenn ich die einmal brennen habe am Tag, dann sind schnell 8 Stunden rum. Also kannst du da von 3 bis 4 Tagen rechnen. Aber dieser Duft, ja, ich stehe überhaupt nicht auf diesen ganzen Weihnachtsduftkram. Mich kann man jagen mit Zimt, ja. Mich kann man jagen mit diesem Cookie-Geruch, ja. Also, na, natürlich mag ich das, wenn ich backe, dass es nach Vanille und sowas riecht, ja. Aber ich kann es nicht ab, wenn meine ganze Bude nach Cookies riecht. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie manche Leute, natürlich, um Gottes Willen, manche Leute können nicht verstehen, dass ich Lavendel liebe, um Gottes Willen, ne? Aber für mich persönlich kann ich nicht verstehen, wie manche Leute sich so eine Cookie-Duftkerze in die Wohnung stellen können. So. Oder so Weihnachtsgebäck, Zimtsterne oder Lebkuchen. So eine ganze Bude nach Lebkuchen riechend. Nee. Also das Einzige, was ich mag an Weihnachten, ist halt, kennt ihr diese Räuchermännlein? Habe ich eins von meiner Mama geerbt. Ist Asbach uralt. Die hat das schon von ihrer Mutter gekriegt. So sieht er auch aus, der arme Kerl. Der ist wirklich, der sieht nicht schön aus. Aber es ist halt so ein emotionaler Wert, dass ich ihn nicht wegtun kann. Und jedes Jahr steht er bei mir, ja? Jeder, der reinkommt, sagt auch, boah, ist der hässlich. Ist mir aber scheißegal, weil ich dieses Ding toll finde, ja? Und nicht, weil ich den schön finde, sondern einfach, weil ich den... Ihr wisst schon, ja? So. Und da kommen ja so diese komischen kleinen Dinger rein, die man ja anzündet und dann qualmt der Kerl. Und so, und das mag ich. So. Ich mag aber auch Tannenduft.
Ich weiß nicht, ob es bei Yankee Candle irgendwas gibt mit Tannenduft, weil da muss ich mal nachschauen, sobald ich mal nach Düsseldorf komme, dass ich mal nach Karstadt gehe und nochmal mich durchschnuppere. Ich brauche unbedingt wieder Yankee Candle Tarts. Und, ich laber und laber, Entschuldigung, Leute. Aber, ich mag normalerweise nicht dieses Weihnachtsduftgedönse, aber dann habe ich diese hier entdeckt. So, endlich komme ich mal zum Punkt. Und zwar heißt die Winterlicher Gewürzzauber. Und mal gucken, ob dabei steht, was für Gewürze da drin sind, weil es ist einfach genial, Leute. Oh, steht hier nichts. Nee, steht nichts. Auf jeden Fall sind hier Walnüsse drauf und ist auch Zimt, steht da. Aber ich mag sowas normalerweise nicht. Aber ja gut, ich zeige euch das mal von nahen. Das heißt nämlich Warm Spice. Und das Glas finde ich eigentlich ganz hübsch. Ne? Ich kann das mal auspacken, weil die werde ich eh anbrennen. Das Glas finde ich nämlich auch ganz hübsch eigentlich. Und das ist so ein... Also man riecht schon leicht den Zimt raus, ja. Aber dieses Gesamtpaket finde ich so toll. Kennt jemand diesen Duft zufällig? Und weiß jemand, ob es sowas auch bei Yankee Candle gibt? Das ist schon... Ja, das hat irgendwas Rauchiges. Holziges, Weihnachtliches. Und deswegen, ich fand diesen Duft so toll und die musste dann mit. Ja, 2,95. Da ist der nette Nachbar. Das ist nämlich ihr Mann, aber der ist auch mal am Gucken. Ja, dann habe ich diesen allzeit bewährten, von allen irgendwie gezeigten Pinselreiniger mir geholt. Für sage und schreibe 3,95. Der kommt in so einer Packung. Ich war die ganze Zeit, weil jeder hält das Ding in die Kamera, ja? Und ich habe danach gesucht. Hätte man mir gesagt, dass die da drin sind. Meine Güte. Und ich war am Suchen wie eine Irre. Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, weil ich ja ziemlich... Ich bin wirklich, was Pinsel sauber machen angeht, bin ich ein bisschen... keinen Bock drauf, ne? So, und wenn ich dann aber jeden Tag dann einfach meinen Blenderpinsel oder sowas einfach so reinigen kann... Ich dachte, hier mal was, ne? Der ist natürlich ziemlich ordentlich dreckig. Nehmen wir mal den. Ja, oh, komm. Nehmen wir erstmal den etwas nicht so dreckigen. Angeblich soll man da ja das drauf sprühen, ne? Oh. Okay. Und dann an einem Kosmetiktuch so abmachen, ne? Ja, keine Ahnung. Braucht vielleicht mal ein bisschen, wie nennt man es hier? Der sieht jetzt so aus, ist okay. Und jetzt nehmen wir mal das krasse Ding hier. Weil der ist ja schon ordentlich dreckig. Oh, ich weiß gar nicht, ist das richtig? Wie viele Pumpstöße müssen denn da drauf? Und dann einfach, weil so soll das gehen, aber er kommt schon ordentlich runter, muss man ja sagen. Aber nicht schlecht, oder? Tun wir nochmal. Was soll der Geiz? Oh. Geht aber ganz schön viel daneben, muss man ja mal sagen. Aber ich finde das, um ehrlich zu sein, nicht schlecht. Den Pinselreiniger direkt auf den Kosmetikpinsel aufsprühen, kurz einwirken, einwirken lassen. Und die Rückstände mit einem weichen Kosmetiktuch abstreifen. Abstreifen, nicht abrubbeln, okay. Im Anschluss den Pinselluft trocknen lassen. Bei starker Verschmutzung sollte der Pinsel von Zeit zu Zeit zusätzlich mit einem milden Shampoo ausgewaschen werden. Ja gut, das wissen wir ja alle, ne? Aber um ehrlich zu sein, um den größten Dreck da mal rauszukriegen, finde ich das nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Noch was um irgendwas. Dann nehmen wir den hier mal. Ich bin jetzt gerade voll im Dings. Das ist übrigens mein Zoeva Face Shape Pinsel. Den nehme ich immer für so Creme Rouge Produkte zum Beispiel. So, dann machen wir es auch mal hier mit. Ich weiß nicht, wie oft man da drauf sprühen muss. Ich übertreibe, glaube ich, gerade voll. Ich habe übrigens noch was, ne? Also nicht wegschalten. So, eingewirkt, ne? Also ich bin jetzt erstmal positiv überrascht, weil man denkt ja immer, da sind ja trotzdem noch die Rückstände drin vom letzten Rouge. Und dann denkt man, ich muss einmal einen Pinsel nehmen, wo jetzt zum Beispiel ein aprikofarbener Blush drauf ist. Oder ja, dann muss ich heute einen Pinsel nehmen, wo ein rosafarbener Blush drauf war oder sowas. Also ja, ist auf jeden Fall schon mal gut sauberer. Finde ich nicht schlecht. Okay, ja, dann gucken wir mal, ne?
wie der sich so bewährt im Laufe der Zeit. Finde ich gut. Genau. Ich habe hier oben nämlich auch noch... Nehmen wir mal runter. Die tun wir mal hier rein. So, und dann habe ich, obwohl ich ja gesagt habe, ich kaufe nichts mehr. Großartig. Vor New York habe ich aber jetzt was gefunden, was ich schon schön fand. So, ich habe ganz viele Sachen in der Hand gehabt, muss ich dazu sagen. Ne? Aber nur das eine habe ich mir mitgenommen. Und aber wirklich nur, weil der so... Nicht, weil ich den schon sowas in der Richtung schon habe, wie immer, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich so eine Farbe noch nicht habe. Und der durfte dann mit. Auch das Packaging, das, auch die Verpackung fand ich ja auch schön. Ne? Also so Van Catrice, eine LE, ich habe keine Ahnung, wie heißen die LE überhaupt? Lala Berlin, so heißt die wahrscheinlich. Und ich fand die Verpackung schon schick. Irgendwie hat die was. Also, und vor allen Dingen, die ist halt, da wo das Fännchen drin ist, ist das gummiert. Finde ich auch cool. So, weil wie gesagt, normalerweise, ich möchte ja für USA sparen und sowas, ne? Da wird nämlich richtig geshoppt. Aber der ja, ist, meine Güte, so ganz Abstinenz wollte ich jetzt auch nicht leben, ja? Und das, der Lidschatten sieht halt so aus. Ich fand den echt schon schön. Und der heißt Shade of Grey. Okay. Oho. Ja, und der Lidschatten an sich, ich habe den halt wirklich ganz oft geswatcht. Hier, super Farbabgabe, finde ich. Der krümmelt zwar ein bisschen, aber wenn ihr halt den gut auftragt, verschwindet das alles. Und die Farbe sieht so aus. Das ist so ein graulila Taub. Und ich war mir ganz sicher, dass ich sowas noch nicht habe. Ja. Und den fand ich schön und der durfte mit. Der war allerdings 3,45 €. Fand ich schon, aber Catrice ist sowieso ziemlich teuer, finde ich. Kann man sich, das ist jetzt nicht mehr so ein Ding wie Essence oder sowas, das ist schon was teurer. So, und dann habe ich nämlich im Kleiderkreisel zuletzt ein bisschen wieder rumhantiert und so. Ihr kennt mich ja, es gibt kein Haul, wo nicht Kleiderkreisel mit drin ist. Und da habe ich wieder zwei Essie-Nagellacke erstanden. Und zwar einmal die Farbe Jack You Are, so heißt er, glaube ich, aber man kann dann auch Jack nennen, keine Ahnung, hier, seht mal. Und die Farbe ist ein, ich sag mal, ein weihnachtliches Rot mit goldenem Schimmer drin. Ich hoffe, ich kann das einfangen, so ein bisschen. Kann man das sehen, so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall, die Farbe finde ich schon ganz schön. Und durfte auch mit. Was heißt mit? Also ich denke mal, keine Ahnung, ist das ein Alter? Oder ich guck mal, was der Pinsel für eine Größe hat. Der Pinsel ist schon breit, also müsste eine alte LE sein. Weil ich denke mal, dass es eine LE ist, weil so mit diesem Schimmer ist ja nicht so ganz normal. Und dann habe ich hier einen, der ist auch schön. Der heißt To Buy or Not To Buy. Und den fand ich auch ganz gut, aber ich glaube, das ist ein Alter. Weil hier oben ist noch dieses E drauf. Ah ne, der ist auch breit. Da wisst ihr, wie ich meine hier. Auf den neuen steht hier oben, wie ich gerade gezeigt habe, der Name von den Essie-Nagellacken. Und hier ist noch das E drauf, wie das damals so üblich war. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, dass, ihr wisst schon, dass es ein Alter vielleicht ist. Aber der hat einen breiten Pinsel und schaut mal, die Farbe ist auch sehr schön. Das ist so ein Pastell-Lila, flederfarben. Aber... Da sind auch so, kann man das sehen? Da sind auch so, so Flitter drin. So in lila Türkis und der ist natürlich auch sehr hübsch. Ja. Und dann genau, da kommt noch ein Produkt. Und da bin ich ja schon eigentlich ziemlich lange. Möchte ich mir den immer wieder mal holen. Wieder mal, einmal. Ich habe den noch nie geholt. Aber ich wollte mir den immer holen, so rum. Aber habe es irgendwie nie gemacht. So, in dem Kleiderkreis bin ich natürlich hier auf Tauschen und so weiter, bin ich drauf gestoßen und da habe ich von NYX, habe ich den Taub. Das, dieses Rouge, was man halt gut zum Konturieren nehmen kann, soll angeblich. Genau wie das, holen wir mal raus. Wo ist es denn? Jetzt habe ich ihn nicht. Doch, da ist er. Oh, komm raus, du. Genau wie der Hoola Bronzer. Das sind ja beides so Bronzer, die so aschig eher sind. Und, aber man sieht das natürlich zur Seite, komplett verschiedene Farben. Ja, und dann, den wollte ich unbedingt mal haben. Und als ich den so auf dem Handrücken getestet habe, habe ich schon gedacht, so, cool.
Bin ich mal gespannt. Und ja, das ist einmal der hier. Kann ich mir ganz sehr gut vorstellen zum Konturieren. Habe ich aber noch nicht verwendet. Und jetzt wollte ich einfach mal so zum Vergleich auch den Hoola mal daneben machen. Aber der Hoola ist ein ganz anderer Ton. Also ich gehe mal echt davon aus, dass der Nyx besser ist dafür. Und das ist nämlich der Hoola Bronzer. Der ist echt schöner, ne? Zum Konturieren. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall darauf, den auszuprobieren. Ja, meine Tasche ist leer. Bereit für den nächsten Einkauf? Ja. So, jetzt aber wirklich, ich will euch nicht hinhalten. Ich liebe es ja, mit euch zu quatschen. Weil ihr mir keine Widerworte gibt. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder, ja? Bis dann. Tschüss. Kennt ihr die kleinen Fläschchen von Aldi, diese Coca-Cola-Flächen? Ich trinke nämlich sehr selten Cola und so süßes Zeug. Aber wenn ich da mal so Lust auf sowas habe, dann mache ich so eine große Flasche auf und dann, das war's. Und dann wird der Rest abgestanden, weil ich die nicht austrinke. Und die kleinen Flaschen, das geht mal. Und in den letzten Tagen habe ich dann doch mal, ich glaube, 3 Stück von denen getrunken, dann doch mal, weil ich Zucker brauchte. Ich konnte nicht so gut essen. Am Anfang konnte ich weder essen noch trinken. Ich habe sogar beim Trinken geweint, weil das so weh tat. Und ja, auf jeden Fall. Die hat mich aber immer so vom Kreislauf her meinen Schwung gebracht, weil mein Kreislauf war wegen meinen Antibiotika richtig im Keller. Das war nicht mehr normal.